Hallo, schön, dass du dabei bist beim Wochenvideo am 15.07.2017. Die Woche brachte ein kleines Minus. Ja, warum, was da dahinter stand, ursächlich werden wir sehen. Beginnen wir zunächst mit dem BF70 Plus. Ich habe das GUV-Profil vorbereitet. Hier nochmal dieses halbe Prozent Minus. Und auch diejenigen, die immer so diese Übersicht interessiert, können da kurz einen Blick drauf werfen von der Portfolioansicht. Ich schaue jetzt nochmal auf den Russell. Der hat sich ja zur Seite oder leicht nach oben jetzt noch entwickelt. Und das GUV-Profil hier war der Einstieg von BF70 Plus bei dieser gelben Linie. Das sieht momentan so aus. Kann nur noch einmal reinzoomen und sieht, dass hier ein kleines Plus momentan ist. Wenn es jetzt weiter nach oben geht, wird natürlich noch ein oberer Long adjustiert. Aber momentan gibt es nicht viel zu tun. Das Tether ist ganz gut eigentlich mit 12 Dollar pro Tag. Dann gehen wir gleich zum nächsten. Das war der BF70. Der erste normale BF70 auf den Russell. Der wurde hier unten eröffnet. Den werde ich jetzt nicht zeigen. Der ist einfach aus dem Zelt rausgelaufen, weil man ja beim normalen BF70 nicht adjustiert. Und das war dann ein Verlust von nach Gebühren nur 32 Dollar, was diesen Trade ziemlich attraktiv macht, wenn man sich ansieht, wie stark der Markt hier jetzt doch wieder angestiegen ist vom Einstieg hier unten. Der zweite BF70, der liegt leicht vorne. Da werde ich mal das Profil auch reinbringen. Also wie gesagt, ein normaler BF70, der noch im Depot liegt, der läuft jetzt einen Monat ungefähr. Und das ist der Einstieg. Schauen wir schnell nach. Der war am 15.06. Ja, so genau. Ein Monat. Und der ist, ja, liegt er jetzt schon am Rand, ist aber hier im Plus mit 50 Dollar ungefähr. Also man sieht, wenn der Preis jetzt weiter nach oben läuft, dann kommt man auch hier wieder ganz gemütlich raus. Wenn es jetzt nach unten mal geht, der Markt, das wäre natürlich sehr, sehr angenehm für diesen Trade. Dann schauen wir weiter. Nvidia, ja, so ein Trade, da habe ich dann die Reißleine gezogen. Schauen wir uns mal den Chart an. Hier erfolgte der Einstieg, ein Short Put hier unten, dann wurde nach unten gerollt, dann ging es nochmal nach unten, dann habe ich einen Strangle gemacht, nach unten und oben, also nach unten gerollt und oben einen Call dagegen, dann schoss der Preis wieder nach oben, gleichzeitig zog die Vol an, also ungünstiger geht es eigentlich nicht. Und hier war dann der Ausstieg bei dieser letzten vertikalen Linie hier, und das war auch richtig so, denn der Preis zog weiter an und der Call, der war einfach schon ordentlich im Minus. Diesen einzelnen Strangle, den konnte ich mit einem kleinen Verlust zumachen, aber durch diese Rollvorgänge und dass der Strangle hier wieder in Schieflage geriet, hat das alles überhaupt nicht funktioniert, muss man sagen. Und es war dann ein Verlust nach allen Attestierungen und Gebühren von 244 Dollar. Damit kann ich leben. Ja, man kann, nachher ist man immer schlauer mit was wäre wenn, dass man ich ein schlechtes Timing erwischt habe. Ich glaube, das kann mal sein. Der eigentliche Fehler war eventuell nur, ich hätte hier sagen können, ich mache hier nichts, weil die Optionen hier nach den Earnings verfallen. Und die natürlich noch empfindlicher auf steigende Vola reagieren. Und da, ja, das werde ich auch nicht mehr machen, ja, dass ich mich hinreißen lasse.
Ich denke, es ist immer dieser Übermut, weil ja in Nvidia einige gute Trades, einige Puts super funktioniert haben, dass man hier dann einfach drinnen bleibt und dann wieder alle Gewinne abgibt. Ob es jetzt alle Gewinne waren, müsste ich genau nachsehen. Aber $244 muss man mal schon reinverdienen mit Short Puts. Also ja, auch nicht nur Pech, wenn man so will. Ja, war eben so. Und das war sicher ein dieser Trade. Ja, im Endeffekt denke ich hier nicht mehr lange drüber nach, wenn mit Adjustierungen insgesamt so ein Verlust anfällt. Dann weiter zum QQQ, den White Wing Butterfly auf den Nasdaq ETF. Auch da bringe ich das eigentlich Interessante rein, das GOV-Profil. Ja, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Er ist da zwar schon im oberen Bereich der Trade und hat ein Delta-Theta-Ratio von jetzt 5,1, also bis 10 ist es in Ordnung. Delta ist ja schon über 3 und liegt noch über $50 vorne der Trade. Aber man sieht hier auch, wenn er rausläuft, dann kommt man auch hier mit der plus minus 0 wahrscheinlich raus. Und momentan muss ich sagen, nachdem ja bei mir in dem Jahr nicht wirklich was weitergegangen ist im Konto und ich so auf der Stelle täte, trotz Aufwand und Future-Optionen schreiben, werden mir diese Trades jetzt immer sympathischer. Und weil man hier einfach, ja, weil es langweilige Trades sind und wenn die dann einfach rauslaufen, kommt man mit einem kleinen Verlust raus. Und bei den Future-Optionen ging es mir jedenfalls so, dass doch einige Trades innerhalb weniger Tage sofort massiv daneben gingen und man ist dann gleich einmal ein paar hundert Dollar los. Das wird hier also nicht so oft passieren. Da müssten schon außergewöhnliche Bewegungen auftreten am Markt. Aber dazu vielleicht später noch. Dann schauen wir weiter. Strangle gibt es hier noch. Das war noch ursprünglich ein Short Put. Ich müsste jetzt schauen, wo der Short Put sich ursprünglich befand. Ich glaube, das war diese orange Linie. Dann wurde herumadjustiert. Aber uns interessiert jetzt nur mal, wo der letzte Strangle sich befindet. Ich will das nicht alles nochmal aufrollen. Das ist jetzt ein 129-149er. Also das ist, besser gesagt, sind die grünen Linien. Genau so war es. Zuerst 122, 147 und hier bei dieser letzten grünen Linie wurde einfach der Strangle hier nochmal nach oben geschoben auf 129, 149. Diesmal einfach, weil die Deltas schon sehr weit auseinander waren, mit einem Rollgewinn. Da schaue ich nochmal nach. Also da gab es jetzt erst den Verlust durch die Adjustierung, da ich eine Strangle eröffnet habe oder adjustiert habe zum Strangle und nach hinten gerollt mit über $100 Rollverlust. Jetzt gab es $35 Rollgewinn und jetzt ist wieder einiges an Luft nach oben. 4, 5%, 9%. Mal schauen, wenn jetzt wieder Schwung reinkommt im Markt, dann fliege ich hier sowieso schnell raus. Allerdings, ein Grund, warum ich gerollt habe, war, dass die Wolle jetzt fällt. Das hilft natürlich dem Strangle auch relativ gut. Und die Restlaufzeit von dem Trade, die ist nur mehr kurz. Relativ kurz mit 62 Tagen. Also da steigt das Theta dann schon an. Dann schauen wir weiter. Crude Oil. Ja, also ich habe im letzten Video genau erklärt, wie ich hier die Positionen adjustiert habe. Schauen wir einfach jetzt kurz drauf, wie sich der Preis entwickelt hat. Der Preis, der geht im Prinzip momentan ja hin und her. Hier passiert nicht viel. Die Calls profitieren jetzt nicht wahnsinnig. Die liegen eigentlich teilweise leicht im Minus. Schauen wir mal. Aber nicht wirklich stark.
Also hier haben wir einen Dezember-Call, der liegt plus minus 0 wieder. Der hat ja doch recht viel Laufzeit. Mit 123 Tagen. Ja, das ist dieser 58er. Also der hat noch immer 123 Tage. Die anderen haben noch über 90 Tage Laufzeit. Die liegen hier leicht im Minus. Die Delta sind nach wie vor relativ unverändert. Die Vola ging ja auch zurück. Und auf der Unterseite dieser Put, der liegt vorne. Ja, also insgesamt ist ja auch nicht viel passiert. Ein paar Gewinne wurden vielleicht wieder abgegeben. Also wenn hier nicht viel passiert im Crude Oil, wenn die Positionen so durchlaufen, ja, wenn das Gewinner wären, wäre natürlich super. Wären doch einige 100 Dollar, die hier noch verdient werden können. Ich hoffe es jedenfalls. Dann schauen wir zum Live Cattle. Der ist ganz interessant, dass da habe ich im Live Cattle einen Strangle eröffnet. Dann ging der Preis jetzt so nach oben. Wohler ging zurück und brachte diesen Strangle mal ins Plus. Und dann gab es hier jetzt einen ordentlichen Aufwärtstag. Und am nächsten Tag habe ich natürlich gesehen, dass dann dieser Call, der war im Minus, der war natürlich im Plus, die Unterseite. Und ich konnte hier mit einem Rollgewinn von über 80 Dollar nach oben rollen, nachdem für mich die Idee okay ist und die Spekulation lautet auf noch weiter fallende implizite Vola in dieser Seitwärtsbewegung. Und die, ja, wie gesagt, die Idee ist intakt. Der ganze Strangle hat jetzt noch 83 Tage Laufzeit und ist jetzt wieder neutral von den Deltas gesehen und liegt jetzt hauchdünn vorne. Delta 7, Delta 9, also alles in Ordnung soweit. Dann zum nächsten. Ich habe mich entschieden, dann in diesem momentanen Umfeld, wo ich eigentlich in den Getreiden eigentlich regelmäßig auf die Nase fallen und langsam auch keine Lust mehr habe, Getreide zu handeln, hätte mein Konto viel geholfen heuer, hätte ich einfach Getreide gar nicht gehandelt. Und da, das überlege ich mir auch langsam ernsthaft, kein Getreide mehr zu handeln. Aber ich habe dann gesagt, ja, konzentriere dich auf die Dinge, die funktionieren, die keinen Stress machen, eben wie Butterflies, wo die Vola ja noch gut ist, eben QQQ oder jetzt erst dann wirklich fällt. Also hier geht es jetzt zurück. Einer der wenigen Märkte, wo noch was geht von der Vola her, oder den ich jedenfalls am Radar habe. Und deswegen habe ich hier noch einen Butterfly eröffnet. Das war jetzt noch am 13., also vor 2 Tagen. Eine White Pink Butterfly. Und ja, bring den jetzt nicht rein, der ist nicht, ist ja noch nichts passiert, wirklich, ging ein bisschen nach oben. Aber die laufen natürlich etwas länger, dann, der hat jetzt noch bei Öffnung über 60 Tage Laufzeit. Zu guter Letzt der Maistrade, der mir die Wochenbilanz wieder mal verhagelt hat. Was war passiert? Der WASDE Report wurde diese Woche rausgebracht. Mais und andere Getreide reagierten heftig mit dieser Abwärtsbewegung, nachdem der Wochenchart, der hier intakt ist, hat mir diese Situation sehr gut gefallen für diesen Put. Ich habe hier 200 Dollar Prämie eingenommen, also wirklich vorsichtig schon. Was halt aber nichts hilft, wenn man trotzdem Geld verlieren kann. Ich habe auch bewusst in keinen anderen Getreidemärkten Positionen eröffnet, weil ich nicht erfolgreich bin in den Getreiden. Und so meine Lehren daraus ziehe, eben wenn Positionen eröffnet werden, dann nur mehr sehr, sehr klein.
Jedenfalls ging es dann am nächsten Tag nochmal 4-5% nach unten. Und trotz der Laufzeit von über 70 Tagen für diesen Put unten war hier nichts mehr zu holen. Der war über 200 im Minus. Und also ging ich dann raus mit über 200 Dollar Verlust. Ich habe es hier geschrieben, ich glaube 260 Dollar. Und eigentlich hätte ich gesagt, stört mich gar nicht hier, also die Idee wäre für mich weiterhin intakt. Man weiß es vorher nicht, dass es 2 Tage in Folge so bergab geht. Im Prinzip könnte man auch sagen, es ist irgendwie eine Seitwärtsbewegung mit Fehlausbrüchen, sich das so ansieht. Aber es wäre weiterhin attraktiv, hier was zu machen. Wenn man aber ständig nur Verluste kassiert in den Getreiden, mir geht es jedenfalls so, dass ich dann unsicher werde. Ja, ich verliere das Selbstvertrauen, habe das Gefühl, ich verdiene hier einfach kein Geld, was ja auch stimmt. Ich habe heuer kein Geld verdient. In den Getreiden traue ich mich jetzt auswendig zu sagen. Und im Prinzip wäre ja auch an diesem Abwärtstag dann auch im Weizen eine schöne Gelegenheit gewesen, wenn man jetzt mit dem Wochentrend geht, noch Puts zu verkaufen. Aber nachdem das so frustrierend einfach ist, bei mir bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich hier einfach überhaupt noch Positionen handeln soll. Eine Überlegung war, dass es kommt dazu, dass ich mich durchaus an die Regeln gehalten habe, nämlich wirklich in schöne überkaufte Situationen reinzugehen. Hat hier aber eben nichts gebracht. Ja, ich überlege mir nur noch kleinere Positionen zu öffnen, also nur mehr 100 Dollar, wo die Frage ist, hat das überhaupt noch einen Sinn? So geringe Prämien einzunehmen. Wenn ich immer wieder Gewinner hätte, würde mich das überhaupt nicht stören, jetzt dieser Verlust. Aber wie ich es drehe und wende, ich komme hier auf keinen grünen Zweig. Also ich bin nicht, habe kein begabtes Händchen in den Getreiden. Muss man einfach mal so festhalten, ob Sinn macht für mich hier Getreide zu handeln. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich komme immer wieder zu einem Ergebnis, weniger Trades sind besser fürs Depot, generell und besonders in den Grains. Vor allem, wenn es eben mir gelingt, immer wieder mal in anderen Märkten mit anderen Strategien Gewinne zu erwirtschaften. Ja, warum soll ich mir die Gewinne dann wieder zerstören mit schnellen Verlusten in den Getreiden? Egal wie vorsichtig ich bin, wie ich die Laufzeiten und die Deltas wähle und die Positionsgrößen. Also, mal schauen. Vielleicht denke ich wieder mal anders drüber, aber momentan verliere ich langsam die Lust, in den Getreiden Positionen zu handeln, weil eine Verlustserie okay ist, ja, dass man mal mehrmals hintereinander Verluste macht, aber irgendwie soll es nicht sein, auch wenn ich hier nur in hohen Volatilitäten aktiv werde. Ja, schreib mir gerne in die Kommentare, wie es dir geht, falls du Getreide handelst, ob du sowieso dir das zu riskant ist. Was mir noch einfällt, ist, man sieht es ja hier, man hat es natürlich irgendwo mit einer Seitwärtsbewegung zu tun. Ja, Seitwärtsbewegungen sind ja bekannt dafür, dass man hier oft rausfliegt. Auch wenn es jetzt massiv nach oben ging, relativ zügig, ein starker Wochentrend, der sieht natürlich anders aus als so etwas. Also vielleicht, ja, habe ich wieder mal Lust, Getreideoptionen zu handeln, aber in nächster Zeit, glaube ich, lasse ich es einfach bleiben und muss hier nicht das Glück herausfordern. Ich werde mich jetzt noch auf die Crude Oil Trades fokussieren, Butterflies handeln und vielleicht sogar mal wirklich, wenn die Wohler so wahnsinnig schlecht sind, meine Aktivitäten zurückfahren, weil das vermutlich dem Konto mehr hilft als schadet. Ja, ob ich jetzt Aktienoptionen noch traden werde, bin ich auch etwas am Überlegen.
Weil die Wallers sind niedrig. Auch wenn man wenige Trades, wenige Puts verkauft, wenn man mal was findet, kann es eben so Situationen wie ein Nvidia geben, wo man doch wieder verliert. Wenn man jetzt hartnäckig immer nach unten rollt und in eine längere Laufzeit, das funktioniert natürlich so lange gut, solange der Markt steigt. Wenn dann doch mal eine Korrektur kommt, ja, dann sind die Verluste umso heftiger natürlich. Ja, muss ja jeder wissen, wie er damit umgeht. Ich bin bei Puts irgendwie doch skeptisch insgesamt, deswegen habe ich hier nie ein großes Engagement gehabt und natürlich daher auch keine wahnsinnig hohe Rendite über Puts erzielen können, aber ein paar Gewinne waren es heuer doch. So, genug gelabert. Der Nice Trade hat mich genervt, ich gebe es zu. Oder genervt, enttäuscht. Ich bin froh, dass es nur eine kleine Position war. Aber das eigentliche, das was C ist, ist natürlich die Tatsache, dass das Konto zu auf der Stelle tritt. Im Prinzip seit Anfang des Jahres. Ja, plus minus ein paar zerquetschte. Aber deswegen wäre es gut, wieder mal ein paar Prozent als Motivationsschub, wenn du mal wieder einen Monat mit Gewinn schließt. Ob das im Juli so sein wird, wissen wir noch nicht. Das sind noch 2 Wochen Zeit. Und ich setze natürlich ein bisschen Hoffnung in den BF70 Plus. Und jetzt aber wirklich genug gelabert. Schönes Wochenende noch. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.